Lufthansa und die Russland-Krise. Einmal hofft man auf günstige neue Flugzeuge, aber auch die Flugstrecken werden länger. Die Onboard-Delights wurden ja zum 1. März zum vierten Mal geändert. Aber was waren und sind die Highlights? Des Weiteren Lufthansa-Flottenerweiterung. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Mario, bevor ich muss noch weiterkommen. Mario. Ja. Jawohl. Und Lars. Der Herr Korsten. Der Herr Korsten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute natürlich zum Lufthansa Group Update im Lufthansa Special Talk quasi aus der Reihe Takeoff von Frequent Traveler TV. Damit ihr natürlich keine Folge verpasst, vergesst nicht, die Glocke anzumachen, nachdem ihr uns abonniert habt. Das ist der Abonnierbefehl. Und auch logischerweise einfach unten kommentieren, Glocke anmachen. Habe ich ja schon gesagt, aber den Like-Button nicht vergessen. So ist es richtig. Korrekt. Korrekt. Alles drin. Alles ja. Drin, ja. Es ist, ich werd, Mario, dadurch, dass du da nur einmal pro Woche da bist, werde ich komplett wuschig. Ich muss meinen Auftritt ein bisschen verbessern. Ne? Ja, alles kein Thema. Ich bin ja da. Ich bin ja das da. Das ist richtig, richtig, richtig. Virtuell hältst du nicht nur die Hand, sondern auch andere Dinge. Lass uns doch einfach mit den Onboard-Delights starten, weil das ist ja ein Thema, was dir sehr zu Herzen geht. Wir hatten ja bei den natürlich. Die Savers probiert. Ja. Hattest du schon Zeit, die neuen Onboard-Delights, die ich ja vorgestellt hatte, dir anzuschauen? Hast du da ein Highlight und was sind die Highlights der Kunden bis jetzt gewesen? Nee, also ein besonderes Highlight, muss ich sagen, habe ich nicht. Ich gehe da sozusagen, ich hatte ja mal so Salatbowls, das ist aber ja nicht so meins, da sind ein paar Dinge drin, die ich nicht so mag. Ich würde da wahrscheinlich eher mit den Kunden gehen und ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Welches sind die beliebtesten Produkte? Und oh Wunder, es ist der Kaffee. Es ist der Kaffee, der ja auch sehr speziell ist. Man darf da den Deckel nicht aufmachen, weil das Kaffeepulver ist ja da lose drin und man trinkt ihn ja sozusagen durch einen Filter. Gibt es übrigens bei der Bahn auch so ein Konzept. Ist etwas schwierig. Ganz viele ältere Gäste kamen da gar nicht mit zurecht. Und haben dann irgendwie den Deckel abgemacht und den Kaffee sozusagen mit dem Kaffeesatz getrunken. Egal. Also auf jeden Fall, der Kaffee ist das beliebteste Produkt. Dicht gefolgt vom Avocado Chicken Sandwich oder Chicken Avocado Sandwich. Und mein persönlichen Favorite an Nummer 3, dem Rinder Pastrami Sandwich. Ich weiß nicht, Lars, was ist denn so dein Favorite? Ich weiß nicht, also ich finde dieses Chicken Teriyaki als Salat relativ ansprechend und lecker. Die Brötchen-Selection, die es dazu gibt, ist auch ganz okay. Aber wie du richtig gesagt hast, ich selber bin kein Kaffeetrinker, deshalb kann ich das Thema zwar grundsätzlich nachvollziehen, ist für mich aber kein Problem. Ich finde es, wenn man ehrlich ist, speziell mit dem Kaffee, weil ich persönlich würde an Bord von Flugzeugen nichts trinken, weil wenn man die Wassertanks einmal gesehen hat und ich durfte sie mehrfach sehen, dann vergeht es einem. Deshalb trinke ich nichts, was nicht vorher durch einen oder geöffnet werden muss an Bord. Auch Tee nicht. Also insofern bin ich da so ein bisschen gehemmt. Aber wie gesagt, Kaffee ist für mich kein Verlust. Tee wäre vielleicht etwas, was ich nehmen würde. Aber auch da bin ich ehrlicherweise mit meiner Cola zufrieden, Mineralwasser und dann Attacke, geht's weiter. So ist das, so ist das. Aber ich bin gespannt, was noch so dieses Jahr an verschiedenen Delights folgen wird. Ja, also wie gesagt, die Spring Delights habe ich ja vorgestellt. Gott sei Dank sind die Gummibärchen ja noch dabei gewesen. Also insofern, die Folge würde ich wahrscheinlich hier irgendwo verlinken oder so. Ja, nichtsdestotrotz ist es so, dass die Lufthansa natürlich die Onboard-Delights auch auf Langstrecken hat. Dieser wurde natürlich nicht geändert, weil der gerade erst neu eingeführt worden ist. Aber die Langstrecke ist ein Thema. Warum? Ganz einfach, weil die Langstrecken Richtung Osten entweder eingestellt worden sind, wenn sie nach Osten, also nach
Russland gegangen sind. Bis zum, wann ist die eingestellt worden? Ich habe es jetzt eben noch mal überlesen. Hatten wir das noch? 27. Mai gestrichen, vorerst. Kann sich natürlich jederzeit ändern, dass es einfach verkürzt oder verlängert wird. Wahrscheinlich eher verlängert. Länger. Weil wir wahrscheinlich mit einer Trotzphase in Russland rechnen müssen, um es mal so zu sagen. Aber auch die Flüge sind länger geworden und die Flugstrecken, die sonst immer durch Russland selber durchgegangen sind, gehen jetzt etwas anders. Wenn man sich mal exemplarisch einen Flug anguckt, zum Beispiel nehmen wir uns einfach mal Tokio vor, dann geht das erstmal runter. Das heißt also, man fliegt quasi runter nach Rumänien, Bulgarien, geht dann mit einem Knick über die Türkei, geht dann über Kasachstan. Schön, dass sie uns aber übrigens nicht blockiert haben. Ne? Also sind ja auch irgendwie, die sind doch assoziiert, oder? Sind sie eigenständig? Ja. Also richtig eigenständig. Ja, naja, wie man so richtig eigenständig sein kann. Aber soweit ich weiß, sind ja auch die NATO-Versorgungsflüge nach Afghanistan auch mal über Kasachstan gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir konnten ja für Afghanistan russische Basen nutzen. Also insofern, das war ja nach 9/11 war das ja Russland sogar für Amerikaner nicht tabu. Aber wie gesagt, dann geht es weiter nach China und dann ist man wieder auf der alten Streckenführung. Und dieses ist im Regelfall so eine Stunde, die man einplanen muss, ein bisschen mehr, bisschen weniger, je nachdem, wie der Wind ist. Also insofern darauf einstellen. Bei der Finnair sind es sogar 3 Stunden länger. Hatte ich ja auch gestern über die eigene Snack-Vorbereitung erzählt. Also insofern, Gott sei Dank haben wir das bei Lufthansa nicht. Nee, die haben es natürlich geografisch auch etwas schwierig. Die fliegen ja jetzt quasi Richtung Westen, nicht? Also über Alaska. Und dann. Das ist schon bitter, weil normalerweise waren ja die Verbindungen nach Asien mit der Finnair wunderbar, weil man nämlich relativ schnell da war durch die Flugstrecken. Aber ja, ist leider im Moment halt nicht mehr möglich. Ich selber fliege auf jeden Fall nach Singapur mit der Finnair. Da freue ich mich drauf und dann werde ich auch berichten. Die Lufthansa hat ja nichtsdestotrotz trotzdem Flugzeuge aus der Verrentung wieder rausgeholt, um es mal provokativ zu formulieren. Ja. A340-600, den ersten hatten wir gesehen. Da ist jetzt auch einer von TOL wieder nach Malta, ist er, glaube ich, gegangen, Mario. Wie ist da Malta, die Geschichte? Malta. Ja, man, nachdem Herr Spohr ja in der vergangenen Woche verkündet hatte, dass es nun wieder richtig losgeht, man hat ja zumindest für sich selber die Corona-Krise als überwunden angesehen, braucht man natürlich entsprechende Flugkapazitäten wieder. Und weil natürlich die anderen Flieger, 777X und auch die Dreamliner noch auf sich warten lassen, braucht man die Flugzeuge, die im dort geparkt waren, im Tiefschlaf, wie es so schön heißt, und werden jetzt wieder auf Vordermann gebracht. Und ich mag die 600er ja. Ich finde es sehr schade, wenn diese lange Zigarre dann irgendwann nicht mehr fliegt. Ja, ich finde die auch relativ spannend, dass man nennt das ja auch in Fachkreisen, da blende ich mich auch mal wieder ein, die Galeere, die 340-600er, die werden natürlich wahrscheinlich nicht Richtung Asien gehen in der jetzigen Krise, weil sie einfach Fuelburner sind. 17 Stück gab es vor der Krise, einige sind ja sogar zum Verkauf ausgeschrieben, was man also immer noch käuflich erwerben kann. Die Maschinen sind irgendwie im Schnitt, wie alt waren sie? 15 Jahre im Schnitt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und insofern, dadurch, dass man halt die First Class braucht, hat man sie einfach wieder in Dienst gestellt. Ich finde das spannend, dass sie von München gehen, aber die haben natürlich bei der Lufthansa, und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, 25 787er im Moment auf Bestellung noch bei Boeing. Ja. Einige sind ja schon fertiggestellt. Die erste ist ja, also die richtig für Lufthansa hergestellt worden ist, ist ja gerade aus dem Werk in North Carolina ausgerollt worden. Also insofern, da passiert etwas. Aber Carsten Spohr hat ja auch etwas gesagt, was ich spannend finde. Man glaubt aufgrund der Krise mit Russland, dass man jetzt die Flugzeuge günstiger schießen kann, weil natürlich die Aeroflot oder andere russische Fluggesellschaften keine 787 oder 350er kaufen können. Und daran hat die Lufthansa Interesse. Mario, glaubst du, dass sie die günstig schießen können oder dass Airbus da hofft, dass die
Russen vielleicht irgendwann wieder lieb sind und lieb gehabt sein. Ja, Airbus hofft da bestimmt drauf. Die Frage ist tatsächlich, wenn die Flugzeuge produziert werden und sie tatsächlich nicht nach Russland exportiert werden können, was dann damit passiert. Denn Airbus wird sicherlich kein Interesse haben, die längere Zeit auf dem Hof rumzustehen. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt Lufthansa die Flugzeuge übernimmt. Sind sie dann schon komplett ausgestattet? Ist sozusagen die Kabine oder fehlt noch die Kabine, sodass man sie auf die Lufthansa-Kabine umswitchen kann? Und die Frage ist, gibt es eventuell auch andere Interessenten? Also wir wissen ja, Angebot und Nachfrage, wenn es dann auch noch andere Interessenten für die A350 gibt, dann könnte es auch sein, dass die gar kein Schnäppchen werden. Außer Carsten Sport so gute Beziehungen zu Airbus und sagt, also wenn, dann verkaufen wir es nur der Lufthansa. Ich bin gespannt. Die Nachfrage, insbesondere ja zum A350, ist ja bis auf Katar ziemlich groß. Also warten wir es mal ab. Aber die Frage ist halt, wie ist die Kabinenausstattung dann? Ne? Kriegt man die oder bekommt man die Flugzeuge, bevor sie kabinenmäßig ausgestattet sind? Kauft sie dann oder halt, wenn sie schon fertig mit der Kabine sind, dann weiß ich nicht, dann müsste man sie wieder umbauen oder man hat am Ende irgendwie 6 Business Class verschiedene. Gefühlte, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass die neue Business Class der Aeroflot gar nicht mal so schlecht ist, aber ich glaube einfach, dass jeder, der einen Russland-Bezug im Moment hat, da hart auf die Bremse tritt und man auch den Bremsstreifen sieht, dass man auf dem Asphalt wirklich den halben Meter schwarzen Streifen hat, weil jemand in dem Fall nicht Gas Pedal to the Metal gemacht hat, sondern die Bremse muss aufs Metall durch. Also insofern denke ich mal, dass die Maschinen dann grün heißt ohne Innenausstattung, übernommen werden können. Das Lackieren ist ja jetzt nicht das größte Problem, wobei wir jetzt kleiner Insider-Witz natürlich beim 350er öfter mal lackieren müssen. Insofern ist das ja dann nicht so schlimm. Also das stimmt. Aber bei der 787 selbiges. Also ich gehe da ein bisschen mit dir konform. Also ich glaube nicht, dass das für Lufthansa ein Selbstläufer wird, weil es genug andere Fluggesellschaften gibt, die natürlich alleine schon um der Lufthansa das ganze Geschäft teurer zu machen. Und wir müssen gestern, ich hatte gestern auch einen Talk mit jemandem aus dem Lufthansa-Headquarter, der meinte, wir haben jetzt 10 Milliarden Schulden mehr auf der Schulter. Das muss man halt sich auch nochmal vor Augen führen, dass die Lufthansa natürlich da auch so eine gewisse Rückzahlungsverpflichtung hat und dass andere Fluggesellschaften, genauso wie es ja bei der Alitalia, AITA oder egal wie die Bude jetzt heißt, am Ende des Tages von der Delta immer wieder Querschüsse gab. Und warum sollte die Delta nicht Querschüsse machen? Was ja logisch ist, allein nur um den Preis hochzutreiben. Das wäre so jetzt mein Gedankengang dazu. Also insofern, Resterampe wird es nicht werden, weil wahrscheinlich bei Airbus natürlich nicht so viel Druck auf der Naht ist wie bei der 737 oder bei der 787, wo die Leute richtig reihenweise abgesprungen sind. Und die Reste sind ja auch alle weg. Boeing hat ja auch gesagt, hey, ab jetzt müsst du nicht mehr Whitetails kaufen, sondern musst richtig kaufen. Whitetail ist eigentlich das Stichwort. Und zwar, lass uns zuerst noch die Business Class besprechen. Ich wollte schon ein Thema weiterspringen. Lass uns erst die Business Class besprechen. Und zwar die 747-8 wird retrofittet mit der neuen Business Class. Ich hatte dir ja ein bisschen vorgestellt, was wir darüber wissen. Ja. Mario, findest du das gut und richtig, dass die 747 auch die neue Business Class bekommt? Was hältst du von der Business Class? Und leg los. Ja, naja, also ich finde es natürlich wunderbar. Vor allen Dingen bedeutet das, wir hatten es ja, glaube ich, in einer der vorherigen Sendungen, dass die 747-8 dann noch ein paar Jährchen wohl im Lufthansa-Konzern bleibt. Und im Gegensatz zu dir, der ein großer A380-Fan ist, bin ich ja ein großer 747-8-Fan. Und insofern freue ich mich da, dass auf den wichtigen Strecken, die ja oftmals auch Richtung USA-Westküste gehen, dann natürlich auch die neue Business Class eingebaut wird. Und ja, wir haben ja auch schon seit Jahren darüber geredet. Man muss ja schon fast fragen, ist die neue Business Class schon wieder veraltet, wenn sie eingebaut wird? Sicherlich nicht vom System her.
dass jeder Platz auch einen Zugang zum Gang hat. Das ist sicherlich wunderbar. Die Frage ist, ob der Sitz in der Zeit auch irgendwie technisch weiterentwickelt worden ist, weil eigentlich sollte er ja schon vor 2 Jahren durch die Gegend fliegen. Aber das ist ja leider nicht passiert. Also insofern finde ich es gut, dass die 747 damit auch noch ausgerüstet wird. Und ich bin sehr gespannt auf den Sitz, vor allen Dingen auf den berühmt-berüchtigten Thron, der ja doch sehr viel Platz verspricht, aber auch vom Grundsatz her auf die Möglichkeit, dass jeder Sitz dann einen Gangzugang hat. Und was ich auch sehr spannend finde, die mehrfach angekündigte neue Business Class Light, die ja irgendwie besser sein soll als die jetzige, aber noch nicht so toll wie die kommende. Also zusammen mit der Business Class, die man ja übernommen hat von den Asiaten in den A350ern, auf die bin ich auch schon sehr gespannt, wird das ein lustiges, buntes Sammelsurium. Aber ja, irgendwann hoffe ich ja, dass dann alle Flugzeuge die komplett neue Business Class haben. Ja, also in der Tat, also die Business Class, ich weiß nicht, ob ich den Thron so toll finde. Warum? Ganz einfach, der Thron selber als solches ist geil, aber er ist leider in der Mitte. Das heißt also, er ist nicht am Fenster oder links oder rechts und da muss man sich halt mit den einen dann arrangieren. Ich selber mag es lieber, am Fenster zu sitzen. Schauen wir einfach mal. Also, und auch natürlich, was wichtig ist, welches ist der Sitz, der 2,20 Meter Länge hat, und bei mir mal 2,01 Meter Länge ist jeder Zentimeter wichtig. Und ich glaube auch, wenn man bei 2,20 Meter Länge, dass da auch Schuhgröße 47, das hat hier einer bei uns in den Kommentaren, glaube ich, drunter geschrieben, dass er mit Schuhgröße 47 da Angst hatte. Also ich glaube, dass das passt. Also es passt ja in den jetzigen auch, also sonst würde ich ja auch nicht da reinpassen. Ja, ich finde es gut, dass die Lufthansa das macht. Ist halt ein Bekenntnis zur 747-8. Heißt also, dass das Flugzeug uns viele, viele Jahre, vielleicht sogar noch ein Jahrzehnt begleiten wird, wo ich aber persönlich kein Problem habe, weil wir haben ja selber viele 747-Entschuldigung, sind ja 747-400, da gibt es ja gar keinen Strich. Zumindest spricht man die nicht aus. Ist es so, dass diese ja auch viele, viele Jahrzehnte geflogen sind. Und selbst bei Lufthansa, die 747-400er, die hier noch fliegen, die sind ja alle in einem Alter. Das ist ja, da ist ja die 747-8 erstmal noch nicht mal so halb so alt teilweise. Also insofern, da sollte man keinen Stretch haben. Na, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn dort die neue Business Class reinkommt, was passiert mit der First Class? Wird sie verkleinert in dem Zusammenhang oder bleibt es bei den 8 Sitzen? Ja, also das ist eine sehr berechtigte Frage. Also ich weiß gar nicht, wie man die Suiten einbauen will in die 747er Nasen, weil die Suiten ja doch dadurch, dass das ja vorne relativ schräg zusammengeht, natürlich ein Problem hat. Ich weiß gar nicht, ob man da klaustrophobisch wird, gerade vorne. Also wie gesagt, es bleibt spannend. Ich würde hoffen, dass das neue First-Class-Produkt irgendwie in abgewandelter Form da auch reinpasst, aber da werden wir ja dann auch zur gegebenen Zeit von Lufthansa eventuell ein Update bekommen. Absolut. Update gibt es auch bei der A350 im Farbenkleid, zumindest bei einem Flugzeug. Mario, das ist ja dein Lieblingsthema, ist ja die Sustainability. Und natürlich. Und Lufthansa sagt ja auch den Clean Tech Flyer und sie schreiben dann ja auch ganz akkurat drauf, we innovate for cleaner aviation. Und das wird halt in diesem Euro-Weiß lackiert. Wobei ich ehrlicherweise, wenn ich mir das angucke, das sieht schon einfach geil aus, wenn die Maschine weiß ist, wenn da Lufthansa drauf wäre und der Geier einfach auch in Blau wäre. Ich finde das mit dem, also ich, der Quatsch mit dem Spruch, den kannst du wegtun. Aber grundsätzlich finde ich das eine super Sonderlackierung. Ja, also wenn die ganz, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Lufthansa-Flugzeuge in Gänze so aussehen würden. Also ich brauche dieses dunkelblaue Leitwerk hinten nicht. Also ganz in Weiß mit dem blauen Adler. Sieht, finde ich, ziemlich schick aus. Wenn Adler? Da allerdings nur Lufthansa... Kranich. Adler, Kranich, Entschuldigung. Kranich. Ja, ich war zu lange bei der Bundeswehr. Allerdings würden die Flieger, wenn die wirklich komplett weiß wären, mit dem Kranich nur hinten drauf und Lufthansa, ein bisschen aussehen wie die Finnair-Maschinen, oder? Ja, das stimmt. Ich finde Finnair ja auch geil. Also ich finde auch das F, warte, F, ja. F. Also F, ist das F?
Ja, gefühlt. Ja, ja. Aber dieses F sieht aber auch aus wie ein Kranich. Es sieht alles aus wie ein Kranich. Ich hätte jetzt fast gesagt, sterbender Schwan. Ja. Aber das wäre ja wieder Kultur und da bin ich raus. Ja, also wie gesagt, schöne Lackierung. Ihr könnt ja sagen, was ihr von der Lackierung haltet. Ich werde sie irgendwie über uns drüber mal blenden, gucken, was wir da machen. Ja, das nächste Thema, da sollten wir auch schon mal wieder gucken. Wir müssen wieder Gas geben. Wir sind schon wieder über 20 Minuten. Wir haben noch zwei Themen. Dann zieh das mal schnell durch, das nächste Thema. Ja, Austria Airlines braucht wieder die ganze Flotte. Die Österreicher sagen ganz einfach, wir wollen mehr fliegen. Sie haben ja über 120% vom Vor-Covid-Flugplan in der Planung für den Sommerflugplan. Und sie wollen jedes Flugzeug einsetzen. Und Annette Mann beschränkte sich am Donnerstag auf Lächeln und Hallo sagen. Ja. Weil das muss man jetzt aber der Ehrlichkeit halber sagen, das war ihr dritter Tag, wobei ich Annette Mann ja auch in unseren Clubhouse-Chats als sehr eloquent empfunden habe, gerade wenn es um Sustainability geht. Und sie hat es ja auch geschafft, dass man 4 neue Flugzeuge gekriegt hat. Und deshalb, also wie gesagt, ich glaube, dass es gut ist und auch die 777 werden wieder auf Vordermann gebracht, in Taipei übrigens. Das ist immer, ich finde es immer spannend, wo die Flugzeuge gemacht werden, so wie ja die 340-600 geht nach Malta, bevor sie in Dienst gestellt wird, wahrscheinlich, weil die anderen 340-600, da sind ja auch in Malta fit gemacht worden, dann Taipei, also es ist mittlerweile ein weltweites Business von der Lufthansa und das sind dann ja auch eigene Buden, weil die Lufthansa-Technik überall irgendwelche Joint Venture oder eigene Veranstaltungen hat. Allerdings fehlen immer noch Kabinenpersonal, weil man ja so viel darunter gerockt hat. Und wenn man mehr Flugzeuge hat, dann braucht man auch mehr Leute. Also da bin ich mal gespannt, wie das beredet werden soll. Vielleicht kommen ja auch Leute rüber von der Eurowings, die ja jetzt nicht mehr in Österreich, sondern auf Malta eine Fluggesellschaft sind. Ja, ist so. Ja, es ist, ich finde es ja auch mal sehr faszinierend. Du hast es gerade angesprochen, wo die Flugzeuge dann wieder auf Vordermann gebracht werden, genauso wie die Australier ihre Flugzeuge nach Leipzig bringen. Also das ist schon ziemlich genial. Ja, aber dann können wir auch direkt nochmal ein neues Thema einbauen. Und das fällt mir gerade ein, weil das hatte ich zwar schon vorgestellt und ich tippe das jetzt auch direkt hier live ein. Lufthansa neue Cityline, ja, nenne ich das Ganze mal. Da sollen ja jetzt in der Tat paar 10 Flugzeuge kommen, ich glaube 30 Stück waren das, die im Gespräch waren. Was soll denn der Quatsch bringen? Ich meine, wir können ja immer weiter das Ganze, zerstückeln und so weiter, aber ich glaube nicht, dass das dem Frieden im Konzern zuträglich ist und dass wir dann als Kunden natürlich darunter leiden müssen. Klar, ich verstehe das, aber auf der anderen Seite, hey Leute, bezahlt doch ordentliche Gehälter. Und dann kann an jeder davon leben, weil ich finde es einfach erbärmlich, dass viele Flugbegleiter gar nicht sich das leisten können, im Rhein-Main-Gebiet oder in München leben zu können. Ja. Und wollen sie ja auch gar nicht. Ich meine, Mario, du lebst ja auch mehr oder weniger da bei dir zu Hause. Wo sonst außer zu Hause, aber du weißt, was ich meine, also in Goslar. Ja. Aber arbeitest dann quasi in der Woche woanders. Ne? Also insofern, so ein Flugbegleiter hat natürlich auch eine Heimatverbindung. Und ich sag jetzt mal so, wenn du jetzt bei Lufthansa arbeiten würdest als Pilot oder als Flugbegleiterin, dann, war das jetzt gendergerecht, da würdest du doch auch in Goslar bleiben. Ja, sicher. Ja, also gut, es sollen ja für diese neue Cityline in Anführungsstrichen die Piloten und Kapitäne der Germanwings übernommen werden. Aber vor allen Dingen hat Carsten Spohr ja auch gesagt, dass trotzdem die Kernmarke Lufthansa auch weiterhin Kurz- und Mittelstrecke fliegt. Also wir haben ja dann irgendwie 3 verschiedene Fluggesellschaften, die alte Cityline, die neue Cityline, die ja eine neue AOC bekommt oder beantragt hat und die Kernmarke. Also ich kann das alles nicht so ganz nachvollziehen, welche Strategie dahinter steht und ob das am Ende alles ein riesen Kuddelmuddel wird, zumal es ja auch nicht so einfach sein wird, dann Personal zwischen den einzelnen Gesellschaften auszutauschen, wenn das tatsächlich 3 verschiedene Unternehmen sind. Ja, das ist das Thema. Also ich denke mal auch die Pilotierenden,
Das ist vielleicht gendergerechter, ja. Pilotierender. Dadurch natürlich auch, dass sie unterschiedliche Pricings haben. Also ich denke einfach, dass es nicht zum Unternehmensfrieden dazu beiträgt. Und wenn man halt in dem Job vorne 5 verschiedene Preisstufen hat, je nachdem, wo man arbeitet, für denselben Job, finde ich das alles eher unzuträglich, zumal es eine Firma ist. Ich bin ganz weit weg von Sozialismus und von sozialistischen Einheitspreisen oder Gehältern oder sonst was. Und aber ich glaube einfach, dass die Lufthansa sich da keinen Gefallen tut auf die lange Sicht, weil das wird das Ganze einfach nur noch, und das ist jetzt wieder Lufthansa-Sprech, komplexer machen. Ja, in der Tat. In der Tat. Ja, die Komplexität ist ja auch noch so weit da, dass die Lufthansa-Töchter auch auf noch andere Unternehmen zurückgreifen. Und in dem Fall greifen sie zum Beispiel zurück auf die Helvetica. Und die Helvetica ist ja eigentlich eine sehr sympathische Airline, finde ich. Auch mit ihren Embraern, die E190, E2. Ich bin damit auch. Sind wir nicht zusammen? Sind wir zusammen Embraer geflogen, Mario? Oder war das die 220er nur? Das war die 220er. Wir sind. Also ich bin schon öfter mit denen geflogen. Von Hannover aus. Gefühlt war es früher ja so, dass jeder zweite Flug von Hannover nach Zürich mit Helvetik war. Und insofern, ich habe da keinen großen Qualitätsunterschied festgestellt. Also ich mochte die eigentlich sehr gerne. War immer alles tutti, Flugzeuge auch gut, Service. Ja, also Helvetica ohne A, also Helvetic. Helvetic. Ich weiß gar nicht, warum ich Helvetica gesagt habe. Aber nun gut, Fehler erkannt, Fehler beseitigt. Die haben sich halt beschwert, weil 8 Flugzeuge sollten an Swiss weitergegeben werden. Im Dienst sind aber nur 4 und da fühlt man sich natürlich jetzt ein bisschen verarscht. Und das kann ich natürlich nachvollziehen, weil man da natürlich auch von der Planung her so geplant hat. Ja. Und das ist Vertragsbruch. Und ab Sommer sind zwar wieder 6 im Einsatz, aber trotzdem ist man da nicht happy. Und ich glaube, also ich weiß auch, dass Lufthansa mit anderen, nicht als Swiss, aber als Lufthansa mit anderen im Gespräch ist, dass man Wettlease macht. Eurowings hat ja zum Beispiel auch Wettlease mit Air Baltic gemacht, dass man da, ich glaube, 10 Flieger sogar hat in Düsseldorf. Da hat man ja fast das Gefühl, dass ein Air Baltic Hub wird. Da ist es halt so, in meinen Augen, dass man da hätte vielleicht der Helvetica, weil es ein langjähriger Partner ist, so ein bisschen was abgeben können. Aber ich weiß nicht, ob intern die Helvetica gesagt hat, wir haben keinen Bock, 4 Flugzeuge nach Düsseldorf abzustellen. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass eine gewisse Loyalität in heutigen Zeiten nie schlecht ist. Und das gesagt, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung, wo es um mehr Punkte, mehr Meilen und vor allem mehr Status geht, aber auch mehr Loyalität. Oder Mario, habe ich irgendeinen Kontext vergessen? Ja, nein, absolut nicht. Ist, denke ich, alles drin. Wir haben uns gefreut, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und erinnere nochmal ans Abonnieren, ans Kommentieren, ans Liken und an die Glocke. Ganz genau, ihr habt so lange durchgehalten, dann könnt ihr das auch alles tun. Dann macht ihr den Mario mit glücklich, die 4 Dinge. Und ansonsten danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff mit dem Lufthansa Group Update. Am Ende geht es auch jetzt leichter von der Zunge. Mit dem Mario aus G. Goslar. wir können auch Goslar sagen, die wissen ja eh, dass du in Goslar bist. Bist du gerade in Goslar? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Mario ist in Goslar. Ich bin auch irgendwo im Herzen, sind wir alle ja Goslar. Und an dieser Stelle sage ich einfach danke und wieder viel Spaß bei dem, was er tut. Und kommentieren, liken, Glocke an und subscriben und so.